Das ist ein bisschen blöd gemacht, weil ich nicht sehe, was ich da in der Hand habe. Aber ich glaube, gut mal vom Schaden abgesehen, der hat ein bisschen mehr Schaden. Aber die Trefferchancen sind höher. Kritische Trefferchancen sind höher. 5 ausweichen, jo, aber... Weiß ich nicht. Fühle ich nicht so. Warte mal, wir gucken gerade mal. Was, meiner war doch, glaube ich, auch gelb, oder oh, nicht? Für mich? Hm, vielen Dank. Wieso ist denn der jetzt grau? Aber ich würde fast... Warte mal. Das ist aber schön. Nehme ich gern, danke. Nee, also der alte ist definitiv besser. Ja, der alte ist besser. Na gut. Dann nicht. So, was haben wir hier? Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Schutzmut, Bewegung. Schutzmut, okay. Nicht besser. Muckner, der Zerstäuber. Zwei, eins, eins. Ja. Ah, fantastisch, genau wie Chrom. Mit Hörnern. Ja, geil. Oh, Mann. So, hier der Gourmet-Lendenschutz für den hier. Charisma 3, okay, der Trefferchancen 3. Mut 3. Das ist alles nicht so. Dann lieber die Trefferchancen. Das ist ja alles nicht so der super Wimmel. Nö. Nö. So, dann gehen wir mal zum Boss, würde ich sagen. Welche Richtung muss ich? Zwerge ritzen Karten auf Granit. Schwerer, aber auch stabiler. War hier nicht auch ein Buchständer? Hier rum. So. Hurra! Ein wunderschönes Massaker! So viele verspritzte Eingeweide und vergossenes Blut, Gedärme und geplatzte Innereien werden sich gut in der Mine machen. Oh, nicht sehr Feng Shui. Und über den Spaß hinaus, habt ihr uns auch noch genug Zeit bis zum Eintreffen der Verstärkungen verschafft? Heiliger Bimbam, sie haben Eisengolems. Ich dachte, das sei Goblin-Technologie. Naja, belassen wir es dabei. Ich will nicht flach wie ein Pfannkuchen enden. Endlich gibt es Krebs, super! Oh, ihr steckt voller Überraschungen. Ein Geschenk der Götter. Ihr habt mir einen Verräter gebracht und dann unsere Feinde besiegt. Sehr gut. Ihr solltet nur noch eurer Elfin die Zunge herausschneiden. Ja, okay. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Zuerst muss ich herausfinden, warum die Tore geöffnet wurden. Es wäre einfacher, die Torwächter zu heilen. Falls jemand überlebt hat, solltest du sie befragen und ob ihre Achtlosigkeit zur Rechenschaft ziehen. Die Sterbenden retten, um sie danach zu foltern. Wunderbar. Sie gefallen mir. Es gibt einige Zuwendungen, auf die man auch verzichten könnte. Wie dem auch sei, wir haben Fortschritte erzielt, richtig? Können wir jetzt über unsere Belohnung sprechen? Ich verstehe eure Ungeduld, aber es gibt noch mehr zu gewinnen. Warum geht ihr nicht in die Taverne, während ich hier meine Pfählungstermine abarbeite? Danach reden wir über wichtige Angelegenheiten. Oh, naja, wir uns wieder Spaß raus. Und probiert unsere Spezialbiere. Ich brauche nicht lange. Na, okay, etwas Zeit totzuschlagen klingt gut. Wir werden aber Zeit tot. Ich mag ihn wirklich nicht. Außerdem sind seine Zähne braun und gelb. Na und welche Farbe sonst? Dann machen wir mal Pause, kann ja nicht schaden. Ihr müsst zugeben, dass wir schon schlimmere Quests hatten, als ein paar Biere zu heben. Der Optimismus von Abenteurern ist in den allgemeinsten Fällen eine subtile Mischung aus Naivität und Dummheit. Ja. Sehe ich ähnlich.
Wir werden hier noch ein bisschen rumlatschen und gucken, ob wir... Ja, genau, das meinte ich nämlich. Vielleicht hier noch ein bisschen was machen können. Hier ist ein Hebelchen. Jetzt ist da ein Hebelchen. Ist der jetzt auch hier in dem Raum? Nee, das war woanders, gell? Ja. Die Tür ist zu. Super. Die Kiste haben wir schon geplündert. Ich werde hier noch ein bisschen rumlaufen und ein bisschen gucken, bevor wir uns zum Bierchen niederlassen. Da ist er. Jetzt ist er in den Schlafgemächern. Aha, aha, aha. Schlafgemächer. Warte mal, hier war nichts mehr. Nee. Halt, hier muss ich raus. Hier war nur noch das Werdegebäude Arbeit. Ich glaube, die sind hier links. Ja. Genau. Jetzt ist er irgendwo in den Minen. Ja, super. Weil es ja auch so wenig Minen gibt. So, wie gesagt, Taverne machen wir später. Hier erstmal ein bisschen rumgucken. Damit wir hier ja nichts vergessen. Da geht's raus. Sicher, das gemeine Volk ist nützlich. Aber das gilt auch für Zahnbürsten. Und ich will ja nicht mit meiner Zahnbürste reden. Das war der Schmied. Noch zu. Ist hier richtig was los hier? In den Minen von Moria. Was ist denn hier nochmal? Ach, hier war die Brücke. Okay. Da kommen wir nicht rein. Puh. Irgendwo. Wo waren denn die anderen Minen? Irgendwo war noch ein Hebel. Irgendwo war noch ein Hebel. Scheiße. Bei all dieser Feuchtigkeit werden meine Bücher noch schimmelig. Ja, halt die Klappe. Ich will hier... Hä? Okay, noch mehr Minen haben wir doch hier gar nicht, glaube ich, oder? So, das war das Gitter, da kommen wir ja nicht hin. Was ist denn jetzt dieser verkackte Hebel? Der war doch bei so einer Lore in der Ecke. Ich bin der geborene Anführer. Was soll denn das sein? Wo
ist denn das? Da ist er. So, jetzt ist er. Das sieht aus wie in der Schmiede. Von der Nebenquest. War das hier? Nee. Hier war das. Da ist er. Jetzt ist er. Jetzt scheint er wohl im Wirtsraum zu sein mit den zwei großen Fässern. Also müssen wir wohl jetzt doch in die... Wir müssen unserer Gruppe einen Namen geben. Ich meine, meiner Gruppe. Schließlich war das ja meine Idee. Ich bin sicher, dass wir die Taverne gefunden haben. Wow, ein paar Punkte in Untergrundwissen investiert. Es ist ein wenig seltsam, dass es so nah an den Minen eine Kneipe gibt. Wir Zwerge graben am Tag und trinken die ganze Nacht und hassen die, die oben leben. So, jetzt können wir mal in Ruhe und ohne Risiko ein Bierchen genießen. Ah, seht mal, der Zwerg da scheint auf uns zuzusteuern. Ah, ihr seid sowieso die Obenseiter. Und wagt ihr auch noch, eine Elfin uns zu schleppen. Ah, schauen die über euch. Zu meiner Zeit hätten wir euch dafür das Gedärm durch die Nasenlöcher gezogen. Goldbock-Trecker. Was zum Teufel hat er gerade gesagt? Wir gehen besser nicht darauf ein. Wir wollen schließlich nur etwas Zeit totschlagen, nicht uns in Schwierigkeiten bringen. Geh scheißen, ungewaschener Nockrock-Arsch. Ihr habt's gehört. Er hat mich zurückbeleidigt. Er hat meine Herausforderung angenommen. Die was? Oh, ich glaube, ich weiß leider, was los ist. Tja, ich weiß es nicht. Indem euer Oberseiderzwerg unserem Champion im großen Duell erlesener Beleidiger Goraltok zurückbeleidigt hat, hat er die Herausforderung angenommen und den Titel angefochten. Aber das ist doch... Und ab, den mache ich fertig. Sollten wir nicht versuchen, die Lage zu deeskalieren? Das Beleidigungsduell muss auf der Stelle beginnen. Der Verlierer erniedrigt sich vor dem Sieger und trägt sein Zeichen der Schande. Also mal so rein aus Neugier, gewinnt dieser Goraltok eigentlich oft? Er ist seit 114 Jahren ungeschlagen. Das können wir ändern. Das ist ein ganz schöner Rekord. Unser Zwerg ist bestimmt der unerträglichste. Klingt wie ein Kompliment. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt reagieren soll. Genug geschwätzt. Lasse den Kampf beginnen. Tja, vielleicht erzählst du mir lieber erstmal, wie das bei euch so abgeht. Ich habe ein Recht darauf, die Regeln zu kennen. Das ist nur fair. Goraltok ist der amtierende Champion, also fängt er an. Dann antwortest du, Oberseiter. Ich gebe euch ein Thema für die Beleidigungen vor und verkünde den Sieger. Ach du Scheiße. Eigene Vorstellungen von Fairness. Normalerweise sind Beleidigungsduelle für die Zwerge eine sehr ernste Angelegenheit, bei der Schummeln als unehrenhaft gilt. Wer als erster drei Beleidigungen gewinnt, gewinnt das Match. Der Verlierer erniedrigt sich vor ihm und die Schande erstreckt sich auf seinen Clan und seine Nachkommen. Ja, ja, schon kapiert. Nur wenn du noch reden kannst, ohne deinen Bartpfiffi zu verlieren. Soll ich vorher abspeichern oder wollen wir es riskieren? Die erste Beleidigung sollte ich gegen den Clan eures Gegners richten. Dein Clan ist so peinlich, dass euer Wappen aus Schamhaargarn genäht wurde. Außerdem beleidigen trifft ein Zwerg nicht. Den Mut beleidigen, glaube ich, das könnte treffen. Dein Clan ist so lahm, dass ihr eure Siege an den Fingern eines Leprakranken abzählen könnt. Das ist unerwartet. Aber der Sieg geht an den Oberseiter. Ha, Anfängerglück. Die nächste Beleidigung geht gegen eure Waffe. Du hast die Oberhand gut gemacht. Jetzt nicht weich werden. Deine Waffe sieht aus wie eine Rassel für Babygnome. Handwerkskunst. Zwerge und Handwerkskunst, ganz klar.
Du hast deine Waffen auf einem Schaumstoffamboss geschmiedet. Tja, der Sieg geht an den Champion. Was? Ja, unentschieden. Anfängerglück. Als nächstes beleidigst du seine Visage. Na schön, unentschieden. Der hat ein paar fiese Beleidigungen drauf. Er sagt, er hat etwas lindernde Creme, wenn es wehtut. Dein Gesicht schaut aus wie eine schimmlige Rübe. Matschgesicht. Krötengesicht. Dein Gesicht sieht aus wie eine aufgespießte Kröte. Ja, der Punkt geht an Goraltok, der damit in Führung geht. Hey! Ich zeig dir, wie es geht. Jetzt beleidigt die berufliche Tätigkeit eures Gegners. Och, dieser Schwindler hat fast gewonnen. Ich fange gerade erst an, das könnt ihr mir glauben. Mach ihn fertig, los jetzt! Du Brauer von verdorbenen Ich kann nicht speichern. Gärtnerbeleidigung. Du Radieschenröster. Schwach. Neu, ich dachte wirklich, dieser Oberseiter könnte es schaffen. Aber es reicht nicht. Der Sieg geht an den Champion. Verdammt, so knapp. Ha, ich bin der Beste. Ah, zu einfach, ich hab's ja gewusst. Die Obenseiter haben das Vokabular von einem Becher Ziegenkäse und dem Witz einer Steckrübe. Ach ja? Tja, ich... Ach, scheiß doch drauf. Ein Bier, um zu vergessen, bitte. Mir tun die Ohren weh von all dieser Boshaftigkeit. Etwas Gutes hatte die ganze Sache. Wir wollten ohnehin etwas Zeit totschlagen. Mission erfüllt. Ja, aber auf meiner Würde wurde rumgetrampelt. Ach Gott verdammt, jetzt muss ich 66 Winter mit dieser scheiß Rune rumlaufen. Gehen wir jetzt zurück zum König. Das war lustig. Ich habe gedacht, es kommt zum Kampf, aber... wir gucken uns hier aber erst nochmal um, weil hier muss irgendwo ein... Da ist ein merkwürdiger... Hier ist noch der Schalter. Und jetzt? Hat sich da was gerührt? Ich weiß nur nicht, wo das ist. Was ist denn hier mit dem merkwürdigen Zwerg? Seid gegrüßt, Leute. Kann ich euch für etwas ehrliche Arbeit interessieren? Ja, immer. Seine Gänsefüßchen bei ehrlich sind wie ein offenes Fenster auf eine Welt voller Gelegenheiten. Ich hab euch in der Schmiede zufällig von einer Axt sprechen hören. Zufällig? Durch puren Zufall war ich dabei, das Schlüsselloch zu überprüfen. Sie überprüfen Schlüssellöcher mit den Ohrhaaren? Wir können vielleicht zu einer Einigung kommen. Wie es der Zufall so will, befindet sich in diesem Moment der Schlüssel zum Vorratsraum der Schmiede in meinem Besitz, wo der Schmied doch sicher die Axt aufbewahren wird. Wäre dieser Schlüssel für eine bestimmte Summe Goldes vielleicht zu haben? Nein, ich dachte, ich könnte euch anheuern, um die Axt für mich zu stehlen. Moment mal, wieso machst du das nicht selbst? Ich hatte vor einer Weile ein paar Meinungsverschiedenheiten mit dem Schmied. Seither stehe ich unter Beobachtung. Aber wenn ihr durch einen Glücksfall zufällig über diese Axt stolpern würdet, würde ich euch großzügig belohnen. Ich verstehe. Klingt gut. Und wir könnten die Axt sogar für uns selbst behalten. Das dünne Eis krimineller Handlungen. Wie entzückend. Aber das sind ganz schön viele Zufälle, die da zusammenkommen. Ja, ist es. Und ich muss auch gestehen, wenn die Axt was taugt, werde ich es auch behalten. Handeln. Erstmal verkaufen, den ganzen Klump hier. Was mache ich denn jetzt mit dem Bogen? Alter, 5000 ist... Alter, was der ganze Krempel wert ist! Oh. Das war's schon. Was hat er denn? Amulett des ladenden Stiers. Kraft, physische Widerstand, Bewegung 1. Nee. Bierbombe. Elixier haben wir selbst. Fibula der mächtigen Treffer. Kritische Trefferchancen 3. Nee. Heiltränke. Ring der Hippie-Königin. Der ist gut. Berserkerring. Krafteinschlag. Alter. Ring der Selbstsucht. Beliebter Ring der Zwerge, um bei der Heilung zu sparen. Von vielen Geistlichen verboten, ist er dennoch nützlich für das Überleben von Geistlichen, die von ihrer Gruppe misshandelt werden.
Einschlag 3, minus 3 spirituelle. Gegebene Heilung minus 15. Pflege erhalten 15. Okay. Verbände, Widerstandskette der Trunkenheit. Das ist jetzt nicht so der Brüller, was der hier anbietet. Gut, dann machen wir jetzt die andere Nebenquest auch noch gerade mit. Bevor wir jetzt zum König wieder gehen.